Einen wunderschönen guten Tag, liebe virtuelle Welt, liebe Freunde des alten Mannes, liebe Fans, liebe Gruppenmitglieder. Mein bürgerlicher Name ist Werner Michael Heuß und ich begrüße euch in der letzten kompletten Woche des Monats August 2020, heute am Montag, dem 24. August 2020. Und ja, an diesem Wochenende ist mir wieder unglaublich viel durch den Kopf gegangen. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich habe ja schon vor Jahren gesagt, die Welt steht Kopf. Und es gibt ganz einfach eine Fülle von Dingen und Situationen in unserer Zeit, die nicht nur paradox, sondern schon geradezu verrückt sind, oder? Objektiv betrachtet steht unsere Welt aktuell wirklich Kopf. Oder was meint ihr? Wir haben sehr hohe Gebäude, aber eine sehr niedrige Toleranzschwelle. Immer breitere Autobahnen und andererseits immer engere Ansichten. Wir verbrauchen mehr. Hashtag Müllberge. Aber insgesamt gesehen haben wir weniger. Wir machen mehr Einkäufe, Hashtag Horten, einige ohne zu beachten, dass es auch noch andere Menschen gibt, aber insgesamt haben und ich denke auch verspüren wir erheblich weniger Freude, insbesondere Lebensfreude. Wir bauen immer größere Häuser, aber haben immer kleinere Familien. Hashtag Geburtenrate. Wir genießen immer mehr Bequemlichkeit. Hashtag digitaler Komfort. Alexa, mach Musik. Ihr wisst, was ich meine. Aber wir haben weniger Zeit als zuvor. Es findet mehr Aus- und Weiterbildung statt. Teilweise leider sinnlos. Einige wissen, wovon ich rede. Hashtag ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen. Aber erheblich weniger Vernunft, mehr Kenntnisse, aber weniger Verständnis. Mehr Fachleute und Experten, aber auch erheblich mehr Probleme. Bessere Medizin, ohne Frage. Aber deutlich weniger Gesundheit. Hashtag Stress, Hashtag Burnout und ganz obendrauf als Krönchen Covid-19. Wir rauchen zu viel. Wir trinken zu viel. Wir geben verantwortungslos viel aus. Gut, es wird uns leicht gemacht. Hashtag Niedrigzinsphase. Ab 1000 Euro zu minus 0,4%. Wir lachen zu wenig. Ich nicht. Wir fahren zu schnell. Wir regen uns viel zu schnell auf. Gehen zu spät zu Bett, stehen dann in der Folge müde und unausgeruht auf. Wir lesen zu wenig, sehen zu viel fern oder spielen am PC oder der Konsole. Aber beten? Wahrscheinlich zu selten. Es geht mir um Beten, nicht den Gang zur Kirche mit dem Handy in der Jackentasche. Und auch nicht um vorgegebene Gebetstexte, sondern in eigenen Worten, die uns innerlich beschäftigen und wo es vielleicht mal so richtig gut tut, wenn sie mal ausgesprochen werden. Vielleicht auch in Form eines Gebets. Ganz egal, ob mit oder ohne gefaltete Hände. Wir haben unseren Besitz vervielfacht, aber unsere Werte, oh, drastisch reduziert. Wir sprechen zu viel, aber wir lieben zu selten, außer einige sich selbst. Und einige, das ist das Schlimmste, hassen viel zu oft und lassen das auch noch ganz gezielt raus, um andere Menschen nicht nur zu verletzen, sondern regelrecht zu demütigen. Hashtag 5 Sterne Sonnenkran. Wir wissen zwar, wie man seinen Lebensunterhalt verdient,
Einige wissen sogar bestens, wie man ihn zusammengaunern kann. Aber viele wissen leider aus den unterschiedlichsten Gründen nicht mehr, wie man lebt. Wir haben zwar unserem Leben Jahre hinzugefügt, Hashtag Altersbaum, aber oft nicht die Jahre zufriedenstellend mit Leben gefüllt. Wir kommen bis zum Mond und in absehbarer Zeit sogar bis zum Mars, aber schaffen es oft nicht einmal bis an die Tür des Nachbarn. Wir machen immer größere Dinge, nur leider keine besseren. Wir haben Möglichkeiten, die Luft zu reinigen. Ausnahmen gibt es leider in der Führung geldgieriger Geschäftszweige, Hashtag Abgasskandal. Aber die Seelen einiger Menschen sind und bleiben verschmutzt. Wir können zwar Atome spalten, aber nicht unsere Vorurteile. Wir schreiben mehr, aber wissen weniger. Wir planen mehr, aber erreichen weniger. Wir haben gelernt, immer schneller zu werden, höher und weiter zu kommen. Aber wir haben verlernt, auch mal zu warten. Beziehungsweise wenigstens mal einen Moment innezuhalten. Wir bauen ständig neue Computer, die mehr Daten speichern und eine Unmenge Kopien produzieren können. Aber wir verkehren wesentlich weniger persönlich miteinander. Es ist die Zeit des schnellen Essens, Hashtag Fast Food, und der schlechten Verdauung, der in Anführungszeichen großen Männer und der kleinkarierten Seelen, der leichten Profite und der schwierigen, oft kurzlebigen Beziehungen. Es ist die Zeit des ständig steigenden Familieneinkommens, zumindest bevor Covid-19, und der steigenden Scheidungsraten, der zwar optisch wahrscheinlich schöneren Häuser, aber des oft zerstörten Zuhauses. Es ist die Zeit schneller Reisen, der Wegwerfartikel und leider auch der weggeworfenen Moral, der Beziehung für eine Nacht, Hashtag One-Night-Stand, und des Massentourismus, Hashtag Zerstörung des Ökosystems. Es ist die Zeit der bunten Pillen, die alles versprechen, aber auch wirklich alles zu können. Sie erregen künstlich, sie beruhigen bei Bedarf, aber sie töten unser Leben und die Umwelt bei Missbrauch. Es ist die Zeit, in der es wichtiger ist, etwas im Schaufenster zu haben, statt im Laden, wo moderne Technik einen Texte wie diesen in Windeseile in die Welt tragen kann und wo wir dann einfach die Wahl haben, das Leben zu ändern oder mit einem Klick diesen Text wieder zu löschen. Falls ich euch einige Ratschläge geben darf, dann vergesst bitte nicht denjenigen, die ihr von Herzen gerne liebt, mehr Zeit zu schenken. Sagt denjenigen auch mal ein gutes Wort, denjenigen, die euch bewundern. Schenkt den Menschen neben euch eine innige Umarmung. Das kann man auch in Covid-19-Zeiten durch Worte. Ganz einfach. Denn sie sind der einzige Schatz, der von eurem Herzen kommt und euch nichts kostet. Sagt dem geliebten Menschen, ich liebe dich, aber bitte meint es auch so. Ein Kuss und eine Umarmung, die ehrlich von Herzen kommen, können fast alles Böse wieder gut machen. Geht Hand in Hand und schätzt die Augenblicke, wo ihr zusammen seid, denn eines Tages wird es diesen Menschen neben euch nicht mehr geben. Wir sind eben geboren, um zu sterben. Findet Zeit, euch zu lieben. Findet Zeit, miteinander zu sprechen. Findet Zeit, all das,
was ihr zu sagen habt, miteinander zu teilen. Denn das Leben wird wahrlich nicht an der Anzahl der Atemzüge gemessen, sondern an der Anzahl der Augenblicke, die uns des Atems berauben. Bevor ich heute schließe, möchte ich an euch appellieren, zu den alten Werten zurückzukehren. Ich rede und schreibe seit Jahren darüber. Covid-19 ist ein mehr als deutliches Zeichen, uns zu ändern. Entweder ein Gott, der Name spielt überhaupt keine Rolle, ob heilige Kuh, ob Allah, ob Buddha, wer auch immer, Mutter Erde oder Mutter Natur, haben dieses Zeichen gesetzt, weil wir viel zu lange Raubbau betrieben haben, die Natur nicht geachtet haben, uns untereinander nicht geachtet haben und so weiter und so weiter und so weiter. Ihr wisst, wovon ich spreche. Und ich persönlich, ich bin kein strenggläubiger Mensch, aber ich bin ein Mensch, der mit offenen Augen durchs Leben geht. Ich sage euch, das war ein deutliches Zeichen. Denn Covid-19 hat uns gezeigt, dass wir in Anführungszeichen nur Menschen sind und damit auch anfällig. Trotz aller Technologie, trotz aller hochgestochenen Medizin, Covid-19 beherrscht zurzeit unser Leben. Und toi, 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 hoffentlich ist es bald vorbei. Ich wünsche uns allen von Herzen gerne, dass wir zu den alten Werten zurückfinden und retten, was noch zu retten ist. Ich wünsche euch für diese Woche viele kleine Erfolgsmomente, viele schöne Erlebnisse, Sonnenschein, aber aushaltbar und gut für Mensch, Tier und Natur. Toi, toi, toi. Und ich sage, wie gewohnt, meine Daumen sind gedrückt, bleibt von Faktor C verschont. Toi, toi, toi. Bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ciao, macht's gut.